Gestern hat Keen Games einen neuen Update-Teaser zu Update 3.0 veröffentlicht. Wie ihr sehen könnt, sehen wir neue Rüstungsteile und sogar Schmuck. Außerdem sieht es so aus, als würden eventuell Posen ins Spiel kommen. Wenn ihr jedoch genauer schaut, dann ist jede einzelne Pose einem einzelnen Charakter zuzuweisen, also Magier, Kämpfer und Bogenschütze. Aber werfen wir doch erstmal einen Blick auf die Enshrouded Roadmap, die ja Anfang des Jahres von Keen Games freigegeben wurde. Einige Sachen, die wir hier sehen, wurden schon erfüllt, beziehungsweise die gab es schon als Update, wie zum Beispiel die runden Türen, die Potted Plants, die Musikinstrumente, ein neues Biom. Was aktuell noch offen ist, ist zum Beispiel das Animal Farming oder Townfolk Pets, also Tiere im Spiel. Das Mountains Biom ist auch noch offen, genauso wie das Wettersystem. Und wenn wir weiter runterschauen, sehen wir auch, dass Wasser angekündigt wurde. Also, was hat es mit Update 3.0 auf sich? Werden wir nur neue Rüstungsteile bekommen oder kommt sogar eines dieser genannten neuen Sachen ins Spiel? Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt auf das Update und wenn wir es uns genau überlegen, dann gab es bis jetzt alle 2 Monate ein Update. Das letzte war Anfang Juni, also könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es im August soweit sein wird. Was sagt ihr dazu?